Da drin. Appetit. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Willkommen zurück zu Resident Evil 7. Also bei Weiser. Unser Partner haben wir Margaret umgelegt und Evelyn. Evelyn ein wenig kennengelernt. Um Gottes Willen. Zoe. Hast du ihn gefunden? Ja, ich hab ihn. Können wir mit dem Ding wirklich ein Serum herstellen? Bitte. Wird schon klappen. Wenn wir es hergestellt haben, können wir hier raus. Gemeinsam. Wo ist meine Frau? Ich warte im Wohnwagen auf dich. Okay. Okay, sehr gut. Wir sehen Zoe. Wir sehen endlich Zoe. Okay. Ich. Weil das alte Haus ist jetzt abgeschlossen. Ich würde gerne nochmal Psychotonik einsetzen. Um das Haus hier abzuschließen, weil im Gegensatz zu einem normalen Haus denke ich nicht, dass man hier wiederkommen wird. Ich denke, das ist charakterspezifisch für. Margaret. Genau, und deswegen würde ich schnell das Psychotonikum einsetzen. Einmal alles abchecken. Genau. Ist hier eigentlich noch was? Ja. Okay. Genau, das würde ich einmal gerne machen. So, Speicher machen wir am Wohnwagen. Das, den ich garantiert gleich bereuen werde, deswegen speichere ich doch nochmal. Ja, für euch ist das jetzt komplett neue Aufnahme, aber für mich ist das halt sympathisch, wo wir Margaret zum ersten Mal richtig gesehen haben hier an der Session. Und ich bin durch. Ich sag's, wie es ist, ne? Das ist Butter bei den Fische. Okay. Ah. Da ist was. Da ist noch was. Oha, wir haben sehr viel gesehen. Da hinten war noch was. War es noch was? Wäre eigentlich alles abgesucht. Das ist nicht bei mir, Jackie, dass das alles weg ist. Schade. Renner Kraftstoff. Oh Gott, hier war ja richtig viel Kraftstoff. Hast du hier noch was? Ich warte eigentlich auf den Dietrich. Wenn ihr mit dem Wunsch erfüllen könntet, wäre das der Hammer. Mac Money? Das haben wir alles. Mac Money würde ich trotzdem gerne mitnehmen, wenn wir noch nicht die Münzen dafür haben. Gibt es Psychotonikum wirklich nicht mehr, oder? Hier ist nichts mehr. Nope. Okay, dann. Wir alles hier abgecheckt haben. Und das muss ich wieder im Platz.
glaube, jetzt ist es vorbei. Okay. Wahrscheinlich lag irgendwas noch bei Evelyn, aber ich werde den Teufel tun und dahin gehen. Ich will gerne einen Dietrich. Aber ich finde keinen. Was ist denn das? Hier unten vielleicht noch? Hier drunter irgendwas. Nee, ne? Okay. Dann. Gut. Ich habe mir zwar noch irgendeinen Dietrich erhofft. Wenn sie das irgendwo bei Evelyn rumliegen haben, sind sie der größte Kackhaufen überhaupt. Gut. Ich hätte hier gern so eine Karte wie in einen anderen Riesig eigentlich. Man sieht, ob man einen Raum abgeschlossen hat oder noch nicht. Nein, das war das Zimmer für Hausarrest, wo wir sie gefunden haben. Okay. Ab zum Wohnwagen. Würde ich da mal sagen. Das erste Mal, dass wir den Brennerpol haben, merke ich gerade. Gut. Jetzt bitte kurz Ruhe. Das Jenseits gibt die Wahrheit Preußener Trophäe. Okay. Wo bist du? Natürlich treffen wir sie nicht. Wo zur gut. Hölle bist du? Ja, ist auch egal. Wir brauchen nur noch den Kopf und den hast du. Und das wird mir und mir helfen. Hey, Kumpel! Ja, ich dachte, du solltest wissen, dass ich Zoe eine Auszeit verpasst habe. Sie und Mia sind hier bei mir. Und sie leisten einander Gesellschaft. Lass sie doch beide gehen. Wozu brauchst du sie? Nein, nein, nein! Das ist familienintern, Ethan! Und nicht deine Sorge! Verstanden? Also, wenn du den Kopf haben willst, kannst du ruhig jederzeit vorbeikommen und ich gebe ihn dir. Aber nur, wenn du an einer kleinen Aktivität teilnimmst, die ich vorbereitet habe. Nur für dich! Welche Aktivität? Oh, oh, oh. Du bist schon ganz scharf drauf, aber keine Sorge, die läuft ja nicht weg. Als allererstes hätte ich gerne, Partner, dass du für mich einen Blick in den Kühlschrank dort im Wohnwagen wirfst. Leck mich! Nun komm schon, sei doch nicht so. Du oh willst doch ein bisschen Spaß haben, oder? Das hat er da reingepackt. Schau in den Kühlschrank. Junge. Ich brauche kurz einen Schluck Getränk, warte. Okay. Ja, das ist halt gut. Und wie? Und dann was da drin? Das ist der Polizist. Das Schwein wartet im Zerlegungsraum auf dich, Mist. Jetzt geht's ins alte Haus. Na super. Na ja, gut, den Arm können wir glaube ich erstmal weg. Grünschlüssel. Da ist noch kein Haken. Ich glaube, es gibt hier keine Haken im Spiel. Kann das sein? Schlüssel, brauchen wir den noch irgendwo hier? Wir brauchen den Schlangenschlüssel. Wir müssen irgendwie in die Werkstatt kommen. Um Gottes Willen. Okay. Ich frage mich, wie machen wir jetzt Ausstattung? Weil ich denke,
der letzte Hausmitglied. Also könnte es sein, dass das das letzte ist und dann sofort zum Finale geht. Ich rufe nochmal die Karte. Okay. Brauchen den Schlangenschlüssel. Ich speichere nochmal. Und dann gehen wir schnell ins nee, wie heißt das? Haupthaus. Okay. Ich habe zwar überhaupt keinen Bock drauf, weil das wieder so aussieht, als ob wir keinen Abbruch machen können. Wie viel haben wir denn? 10 Minuten, das ist zu viel, um Zusatz zu machen und zu wenig, um es dabei zu belassen. Sollen wir den Flammenwerfer behalten? Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt mit Flammendingern zu tun bekommen. Ich lasse ihn mal drin. Aber ich glaube, es werden jetzt wieder Moldits begrüßen. Wir müssen in den Keller. Ich glaube aber, Lukas ist zu feige, um persönlich vorzutreten. Aber ja, speichert. Die Modets sind wieder da. Gut, dann gehen wir gleich da runter. Gut. Wie kommt man eigentlich in wo war das? In die Werkstatt. Also es kann Zugang zu. Dann ist von der anderen Seite verschlossen. Wir müssen zu dem Deputy. Aber wieso? Ja, wahrscheinlich dann den Schlangenschlüssel, ne? Fuck. Und dann müssen wir hier in die zwei Zimmer. Dann kriegen wir wahrscheinlich die Karten für die Tür. Wie viel haben wir es denn? 12, das ist zu wenig. Ich acker mich hier für euch ab. Okay. Durchrennen. Ich hab keinen Bock, meine ganze Flintenmuni zu verballern. Es ist dunkler. Kann das? Was? Was macht ihr hier? Diese Oma macht mich noch fertig. Aber jetzt haben wir mal Zeit, unseren Raum zu erkunden. Nee, da kommt halt immer noch zum Schrank. Wieso sitzt die hier? Oma, ne? Kann mich nicht erschießen. Würde die am liebsten wegballern. Die ist der feine Boss, ich sag's euch. Oh. Doch, wir müssen da lang. Logisch. Ich hab's gerade verwechselt mit der Abkürzung da, aber. Oma, ich mag dich nicht. Jetzt hab ich's gesagt. Ja. Irgendjemand muss mal die Wahrheit hier aussprechen. Beauty liegt da. Scheiße. Das wird richtig klassisch Resident Evil. Wenn wir da lang gehen, wird er aufrecht sitzen. Boys and Girls. Und die sich nicht definieren wollen. Jetzt geht die Post ab. Ich hab da keinen Bock drauf.
Ah, das. Hier ist Licht an. What? What the fuck? What? Willst du mich doch verarschen? Wie er beide gemordet. Diese Variante hat zwar nur geringe Gesundheit, ich hab's gesehen. Er läuft auf allen Vieren und ist schnell und wendig, wenn die Kreatur innehält. Junge, mach selber das. Waren die normalen nicht genug? Wieso steht Omi hier unten? Macht absolut keinen Sinn. Könnt mich alle mal. Geringe Gesundheit. Ich habe den zwei Flintenmuni reingejagt. Oh Gott, hier ist alles verpilzt. Wurzelt. Was gleich aufrecht stehen, ne? Sagt das mal, steck. Ach. Nein. Er fängt nicht an, sich zu verwiesen. Oh nein, Alter, oder? So, meine Damen und Herren. Guten Appetit. Oh mein Gott, ist das ekelhaft. Tut mir leid, Kumpel. Soll ich nicht mal übergeben? Das schöne kleine Ding wird dir helfen, zwei Zugangskarten zu finden, die du brauchst, um an unserer Party teilzunehmen. Du musst dir den Eintritt verdienen, Ethan. Wahnsinn. Gut, jetzt machen wir die Abkürzung. Ich renn hoch. Wir beenden diese Folge. Ich kann nicht mehr. Nein. Oh, scheiße. Auf. Junge. Alter. Hier oben ist auch nichts mehr safe, ne? Hier oben ist gar nichts mehr safe. Warte mal. Oh, Scheiße. Nein. Leck mich am Arsch, Alter. Oh. Das ganze Haus vibriert. Scheiße, Junge. Junge, das ist zu viel. Das ist viel zu viel. Ich hoffe, es ist okay, dass der Part auf mich ist, wenn ich kürzer. Okay. Das war mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde nicht ruhig schlafen können. Mein Herz tobt wie sonst was. Und der Fernseher macht eine Meldung. Wenn ich. Ja, okay, ich beende schnell den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Fürs Like und Kommentieren bedanke ich mich. Und wo ist die Fernbedienung? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.